Siegfried Nagel ließ die Katze aus dem Sack. Der Grazer Bürgermeister, hier auf Archivaufnahmen, kündigte heute seine Kandidatur für die Bundespräsidentschaftswahlen im Frühjahr an. Nagel meinte wörtlich, dass er es als Fügung des Schicksals und Gottes Wunsch verstehe, das Attentat auf seine Person im letzten Jahr überlebt zu haben. Er will als Bundespräsident von Gottes Gnaden Österreich in eine neue, erfolgreiche Zukunft führen. Außerdem sieht er sich als junge Alternative zu dem Seniorenclub aus Gegenkandidaten, die derzeit alle um die 70 Jahre alt sind. Sein Antreten bezeichnet Nagel als unabhängige Volkskandidatur, da einerseits der Etat von 7 Millionen Euro aus dem Grazer Stadtbudget komme und er daher direkt vom Volk finanziert werde und er andererseits unabhängig von der Entscheidung der Bundes-ÖVP kandidieren würde. Wie die Bundes-ÖVP darauf nun reagiert, bleibt unklar. Die Partei wird es pünktlich zur Zeit im Bild um 19:30 Uhr bekannt geben, wer für sie ins Rennen geht.